Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um Storytelling als nächster Teil in der Reihe, wie erreiche ich eigentlich Kunden und wie begeistere ich eigentlich Kunden in der Energiewirtschaft. Im letzten Video ging es vordergründig darum, dass man mit den klassischen Versorgungsprodukten Strom, Gas, Wasser Menschen nicht mehr unbedingt begeistert, weil das sind Commodity-Produkte, die sind selbstverständlich geworden und die Leute sehen nicht unbedingt, was da für eine Infrastruktur und ein Wert dahinter steckt. Das fällt erst auf, wenn es fehlt, wenn es ausfällt oder gesperrt wird. Und deswegen ist es schwierig, damit so einen richtigen, guten Werbungseffekt eben aufzubauen. Natürlich auch, weil klassische Werbung heutzutage immer schlechter funktioniert. Also habe ich davon gesprochen, man sollte anfangen, überhaupt zum Beispiel mit Content zu arbeiten und dabei eben vor allem den Kunden in den Mittelpunkt zu bringen, nicht mehr so broschürenartig einfach die Eigenschaften der Dienstleistung zu erklären, sondern von vornherein sich in die Perspektive des Kunden zu begeben und zu erklären, was sind seine Vorteile, was sind die Benefits, die er davon hat. Und das heißt nicht, ich habe nicht Beispiele auch von euch zugeschickt bekommen, das heißt eben nicht, statt da hinzuschreiben, Broschüre und dann und ihre Vorteile, Doppelpunkt, ja, wir bringen Ihnen da eine tolle Dienstleistung. Nee, das ist nicht die Funktion, dem Kunden zu erklären, was seine Vorteile sind. Das ist dann auch wieder eine Broschüre. Das funktioniert so nicht. Sondern wie man das macht, ist zum Beispiel Storytelling. Darum soll es also heute gehen. Storytelling ist ein Begriff, den hört man immer mal wieder, auch gerade so im Kontext von PR, also Öffentlichkeitsarbeit und sowas. Ja, und worum geht's? Der Name sagt schon, Geschichten erzählen. Ja, Storytelling zu Deutsch, Geschichte erzählen. Und wenn man davon redet, eine Geschichte zu erzählen, dann heißt das eben nicht nur, dass man es einfach sich um ein Lagerfeuer setzt und da eine Geschichte erzählt, weil genau dieses Bild ist das Entscheidende, was wir verstehen sollten, warum Geschichten so wertvoll sind. Ja, also man erzählt sich Geschichten als Menschen schon immer. Das haben jetzt auch nicht die Pfadfinder im 20. Jahrhundert erfunden, dass man sich um das Lagerfeuer gesellt und sich da Geschichten erzählt, sondern das ist schon immer der Weg, wie Interessantes weitergegeben wird. Und genau deswegen können wir uns auch vorstellen, dass die Funktion davon, eine Geschichte zu erzählen, dabei auch vielleicht einen Höhepunkt oder eine Pointe aufzubauen, genau der Weg ist, wie man Botschaften erfolgreich in den Kopf des Gegenüber bringt. Das ist Storytelling, diese Struktur, eine Geschichte zu erzählen und jetzt kommt es, in dessen Mittelpunkt der Kunde gesetzt wird. Das ist der Weg, wie man den Kunden erreicht und begeistert. Und jetzt kann man sich sagen, ja, okay, wie funktioniert es denn? Tatsächlich hat Storytelling eine Struktur. Das ist am Ende relativ einfach, wenn man sich reinarbeitet. Und man kann eigentlich mit einer absolut wieder einfachen Struktur anfangen, nämlich mit der Heldenreise. Die Heldenreise ist klassischerweise das, wie wir eine Geschichte erzählen. Und diese Heldenreise, die muss man jetzt eben so drehen, dass der Kunde, den man erreichen will, dem man was verkaufen will oder dem man von was überzeugen will, dass der der Held der Geschichte ist. Und dass wir als Dienstleister, als Anbieter eines Produkts schlussendlich hier vielleicht eine Art Mentor sind oder der Helfer, der dem Helden hier praktisch den Weg frei macht und den Weg geleitet. Und jetzt gehen wir einfach mal rein, was ist diese klassische Struktur der Heldengeschichte? Und schon erkennen wir, dass praktisch alle Werbebotschaften, praktisch alle Hollywood-Filme genau nach dieser Struktur gebaut sind und die deswegen auch funktionieren. Also, diese Heldengeschichte, die fängt immer damit an, dass wir einen Charakter haben, ne? Die Heldenfigur. Das ist jetzt der Kunde. So, dieser hat ein Problem. Das Problem ist ja zum Beispiel, ah, die Energiekosten sind so hoch oder ah, ich möchte gerne autark leben, ich möchte mehr mit Photovoltaikanlagen arbeiten oder ich möchte hier Ökostrom haben, aber ich habe ihn bisher nicht. Das ist erstmal ein Problem. Oder jedes andere Problem, ich komme nicht so gut von A bis Z, deswegen vielleicht will ich ja ein Auto. Und schauen Sie sich einfach wirklich mal oder schaut euch wirklich mal die Autowerbungen an, die sind genauso aufgebaut, dass man aus einer Problemsituation herauskommt. Und das Auto löst dieses Problem. Also genau das ist jetzt die Struktur. Der Charakter hat ein Problem. Und jetzt trifft er auf einen Mentor. Er trifft auf den Autohersteller oder er trifft auf uns als Stadtwerk, der ihm jetzt hier zum Beispiel dieses Problem, oh, ich hätte gern Ökostrom, lösen kann. Der Mentor macht das aber so, indem er erstmal grundsätzlich einen Plan überreicht. Er fängt den Charakter auf und sagt ihm, hey, Kopf hoch und hier ist der Plan, wie du dein Ziel erreichen kannst. Und jetzt kommt das Entscheidende, er schickt den Kunden, den Helden, wieder auf den Weg. Er schickt ihn los und motiviert ihn. Der Call to Action, den wir natürlich auch als Mittel im Online-Marketing kennen. Der Aufruf, mach jetzt etwas. Dieser Aufruf kann dann nachher sein,
Kauf unser Produkt. Das ist genau der Weg, wie du dein Ziel erreichen kannst, wie du dein Problem lösen kannst, mittels unseres Plans, den wir dir hier hingestellt haben. Mit dem Plan und mit dem Aufruf wird es ermöglicht, dass der Held praktisch diese gesamte Situation im Erfolg beenden kann. Er kann jetzt das Problem lösen und er endet im Erfolg. Er bekommt Anerkennung und er kann Probleme für die Zukunft praktisch vermeiden. Er kann verhindern, dass Probleme kommen und dass die jemals wieder auftreten würden. Das ist die klassische Struktur der Heldenreise, des klassischen Storytellings und die funktioniert einfach. Man muss jetzt nur schauen, dass man seine eigene Story aufbaut mit dem eigenen potenziellen Kunden im Mittelpunkt und mit sich selbst als Mentor und praktisch dem Kunden die Dinge in die Hand gibt, damit er seine Probleme lösen kann. Deswegen davon reden, die Benefits darzustellen. Was sind die Vorteile des Kunden? Das ist die Grundlage davon, jetzt diese Geschichte erzählen zu können. Wie ich gesagt habe, praktisch jede Werbung, praktisch jeder Kinofilm ist auf diese Struktur runterbrechbar. Das funktioniert wunderbar. Wir können uns mal noch ein paar klassische Beispiele anschauen von dieser Heldengeschichte und dann wissen wir sofort fünf oder auch zehn Beispiele von Filmen, die genauso aufgebaut sind oder auch von Werbespots. Zum Beispiel die klassische Variante des Monsters, das besiegt werden muss. Ein Feind kommt und er muss besiegt werden. Das ist eine ganz klassische Geschichte von jedem Actionfilm. Und dabei eben auch ein Charakter, der hat ein Problem, da kommt dieses Monster und ein Mentor hilft ihm, gibt ihm irgendein Mittel oder trainiert ihn und dann kann er dieses Monster besiegen. So funktioniert Storytelling. Eine andere Variante wäre zum Beispiel die klassische Geschichte des Tellerwäschers, der zum Millionär wird. Tellerwäscher hat Probleme, hat kein Geld. Er arbeitet sich aber hoch, weil er vielleicht einen Mentor hat, der ihn dabei auch unterstützt. Und dann wird er schlussendlich in den Erfolg gelangen und ist zum Millionär geworden. Eine weitere Variante wäre die Reise und die Rückkehr. Ne, irgendwie vor Ort ist alles langweilig. Er reist, er entdeckt Dinge, hat ganz viele Probleme, wird dabei unterstützt und kehrt am Ende zu seinem Dorf zurück und kann dort auch noch tolle Dinge bewirken. Sofort fallen einem ja viele Geschichten und Stories und Bücher und Filme ein, die genau darauf basieren. So. Weiter zum Beispiel der Auftrag. Wir müssen gemeinsam etwas lösen, wir müssen gemeinsam ein Problem bewältigen. Als Gruppe zum Beispiel finden zueinander, müssen verschiedene Probleme untereinander erstmal lösen und dann schaffen wir es aber, uns alle stärker zu machen durch die Lösung dieses Auftrags. Die Komödie, aber nicht im Sinne von, ne, wir lachen über etwas, sondern wir begegnen einem Problem mit Kommunikation und mit Offenheit und schaffen es dadurch, dieses Problem zu lösen. Genauso gut die Tragödie. Wir lernen aus Fehlern und schaffen es jetzt, umso stärker zu werden. Oder auch die Auferstehung, nicht unbedingt im Sinne von Jesus, sondern im Sinne von, wir lernen von anderen und schaffen es, aus der Problemsituation heraus hochzukommen und wieder unsere Probleme zu lösen und alles im Erfolg enden zu lassen. Diese klassischen Varianten der Heldengeschichte und des Storytellings sind eben genau Grundlagen, die wirklich für alles in der Werbung, im Marketing, aber auch der Filmproduktion genutzt werden. Wenn wir jetzt noch ein Stück weitergehen und nochmal unterteilen, wie ist denn jetzt die konkrete Struktur zum Beispiel von diesen Filmen, von diesen Werbespots, dann wird es umso klarer, dass es alles wirklich nach Mustern gebaut wird. Nämlich gibt es zum Beispiel den klassischen Dreiakter. Der Dreiakter sagt praktisch, dass diese Geschichte in drei Akten erzählt wird, nämlich in der Hinführung, dann im Höhepunkt, praktisch im Konflikt selbst und dann im Schluss. Ja, und schon merken wir, ja klar, also wenn wir irgendeine Werbung sehen, dann gibt es erstmal die Situation und dann merken wir schon, ah, hier ist das Problem, dann gibt es einen Höhepunkt, großer Konflikt und dann kauft man aber zum Beispiel das Produkt, was einem hier verkauft werden soll und dann ist der Schluss, ah, alle sind zufrieden. Ja, das gleiche jetzt nochmal im klassischen Fünfakter, wo praktisch nach der Hinführung nochmal eine Handlungssteigerung erfolgt, dann trotzdem wieder dieser Handlungshöhepunkt mit dem Konflikt, ein Handlungsabfall und dann wieder dieser Schluss als fünfter Akt. Und wenn man das verfolgt und wenn man sich das anschaut, wenn man das versucht zu übersetzen in die Filme, die man schaut, merkt man das sofort, dass es alles danach aufgebaut ist, weil es funktioniert. Und jetzt müssen wir einfach schauen, dass wir unsere Ansprechhaltung gegenüber unseren Kunden, und sei es auch in einem Textbeitrag, in einem Blogbeitrag oder sei es in einem Video, in einer Animation oder was auch immer, nach dieser Art und Weise aufbauen, um die Geschichte erzählen zu können, die den Kunden in den Mittelpunkt bringt und die uns als Dienstleister oder als Verkäufer als Mentor praktisch dort reinsetzt und wir dem Kunden helfen können, seine Probleme zu lösen und das Ganze im Erfolg enden zu lassen. Das ist Storytelling.
Das ist erstmal die Struktur, wie man sowas dann konkret aufbaut. Das ist dann zum Beispiel das, was wir im Consulting machen können oder auch in Seminaren machen können. Wenn euch interessiert, wie man Storytelling, wie man Online- und Content-Marketing erfolgreich aufbaut, dann haben wir dazu passende Dienstleistungen, ist ja klar. Also, habt ihr erstmal grundsätzlich Fragen zu dieser Heldenreise, dann gerne unten in die Kommentare. Und ansonsten, wie immer, like das Video und abonniert den Kanal. Und bis zum nächsten Mal hier bei Energie in Wirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.